Peace Leute und ein Dix, willkommen zu diesem Video. Ja, das ist die dritte Folge der Serie Road to Bootleg. Wer die letzten Parts nicht gesehen hat, ich erstelle eine Playlist auf meinem Channel. Ich glaube, man kann es auch irgendwie unter der Videobeschreibung verlinken. Checkt auf jeden Fall die anderen Teile ab, bevor ihr jetzt halt hier weiterschaut. Es sind nur zwei Folgen, erste, zweite Folge, damit ihr da ein bisschen mit reinsteigen könnt. Wir möchten uns alle in den Kommentaren ein bisschen unterhalten, eine Diskussion führen zu dem ganzen Ding, dass ihr da mit dabei seid, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Deswegen checkt auf jeden Fall die Videos davor ab. Let's go. So, wir haben das letzte Mal ja über den Swoosh an sich gesprochen, wie bin ich drauf gekommen, wie hat das Ganze geklappt mit den Designs, wie viel habe ich davor gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Heute soll es dann um den Colorway gehen und um die speziellen Designs, die ich mir überlegt habe oder die Logos, die noch mit da drauf kommen. So viel sei dazu gesagt. Was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, ich plane den Bootleg jetzt schon seit bestimmt mehr als ein halbes Jahr. Also es sind bestimmt jetzt, seit, wo ihr das Video seht, sind bestimmt so 8 Monate oder so, wo ich wirklich mich damit befasse, mir die Designs überlege, das ganze Ding hier irgendwie in Photoshop mache, wie ich die Firmen kontaktiere, die mir den Schuh produzieren, beziehungsweise erstmal die Firma suchen. Aber dafür gibt's das, da kommen wir überall noch hin, so das braucht jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. So, wir müssen jetzt einfach hier noch erstmal das ganze Grundprinzip hier noch durchkauen. Also, es geht um den Colorway. Was habe ich mir überlegt? Ich dachte mir, okay, ich möchte auf jeden Fall einen Colorway machen, den es jetzt nicht gibt, so. Also, weil man kennt es ja, es gibt Bootlegs, die, ja, die machen halt so den klassischen Chicago Colorway, wie zum Beispiel der hier, der von einem Full Teach Piece. No Front, also der Schuh ist geisteskrank gut, aber ich wollte halt einfach kein Chicago Colorway für den ersten Drop machen oder für meinen ersten Bootleg Sneaker, weil ich finde halt so, das macht halt so, wenn man so Bootleg Sneaker macht, ja, Chicago Colorway. Finde ich halt nicht. Ich dachte mir, okay, ich möchte was anderes machen. Vielleicht sogar ein Colorway, den es noch gar nicht gibt. Und vielleicht sogar ein Colorway, den sich jeder irgendwo wünscht. Die Leute sollten mich ja bis jetzt ein bisschen kennen, dass ich es ja immer ein bisschen anders machen möchte als alle anderen. Sprich, ich habe bei dem Schuh nicht nur den Colorway mir ausgesucht, sondern tatsächlich auch das Obermaterial. Ja, aus welchem Leder wird das gemacht? Wird es aus Leder gemacht? Wenn ja, aus welchem? Ich will gar nicht lange rumreden. Wir haben hier diesen Colorway. Ey, wer hat sich noch schon immer... Ey, jetzt seien wir mal ehrlich. Den gelben 1er Jordan wollten wir schon immer haben. Nike hat ihn nie rausgebracht. Wenn, war das dann so ein Mid? Mids halt. Oder es war dann irgendwie Family und Friends und Leute so. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Deswegen in einem gelben 1er Jordan. Wie ihr hier sehen könnt, das Obermaterial ist gelbes Leder, der Swoosh an sich schwarz, genauso wie hier oben die beiden Dinger schwarz sind. Das ist weiß und die Toebox auch weiß, Zunge ist weiß, Schnürsenkel sind weiß. Midsole auch weiß und die Outsole halt gelb. Dafür habe ich mich entschieden, aber wie ihr, wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr halt einfach erkennen, die Nähte, die möchte ich eben nicht gelb, sondern ein Tick dunkler. Ja, genauso wie hier bei dem Schwarz möchte ich die Nähte nicht schwarz, sondern einen Tick heller. Dann hellgrau. Und, was ich mir auch noch überlegt habe, beim Nike Dunk sieht man ja oft, dass hinten so genäht wurde. Mir ist sogar aufgefallen, es ist mir gar nicht aufgefallen als allererstes. Beim 1er Jordan Travis Scott, der hat hinten auch diese Nähte dran. Übelst nices Detail, habe ich mich natürlich auch dafür entschieden. Habe ich mich nicht lumpen lassen, habe ich gleich direkt mit eingezeichnet. Auch in den hellgrauen Nähten. Sprich, wir haben hellgraue Nähte bei dem schwarzen Swoosh, genauso wie bei dem schwarzen Hinterteil. Die dunklen, dunkelgelben Nähte, oder hier sieht man es halt, den Unterschied. So ist das Obermaterial und hier sind die Nähte. Ja, es ist ein Tick dunkler. Ich finde, es gibt einen ganzen, so einen geilen Look. Habe ich bis jetzt noch nicht bei einem Nike Jordan gesehen. Falls doch, irgendwo, klärt es mich gerne auf. Das ist so das Grundprinzip. Das fand ich eigentlich richtig nice, richtig lässig auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, wie machen wir das jetzt mit den Logos? So, da habe ich mir was anderes überlegt, und zwar haben wir hier eine kleine Bildergalerie. Ich habe mir das so überlegt, ich habe hier den Schuh an sich mal gezeichnet. Den habe ich gezeichnet, hier habe ich den Swoosh gezeichnet, die Nähte eingezeichnet, so wie ich das alles haben möchte. Auf der Outsole wollte ich dann so hier mein Logo noch rein fräsen lassen, das fand ich auch ganz geil. Wing-Logo habe ich abgeändert, meiner Meinung nach ist mir das richtig gut gelungen. Ein Air Jordan 1. Wing-Logo, aber halt mit meinem Schriftzug Envisphere, genauso wie mit meinem Logo hier. Ist ein bisschen, erinnert ein bisschen so an Cactus Plant Flea Market. Nur ein bisschen anders halt. Ich habe das mit Absicht in so einer Optik gezeichnet, dass es aussieht, als wäre es mit der Hand gemalt worden. Und ich möchte auch genau diesen unsauberen Look beibehalten. Ich fand das ein mega geiles Konzept. Genauso wie diesen Smiley hier.
So, ich wollte zwei unterschiedliche so Smileys haben. Und dann dachte ich mir, hey, komm, dann machst du diese vier Augen einfach weg, diese X'e, und machst einfach ein N. Das ist doch ultra nice, oder? Das N und das V als Auge sieht übelst gut aus. Wir sehen hier auch, ich habe mich hier auch für den 85er 1er Jordan entschieden vom Schnitt her. Wenn du das zum Beispiel hier siehst, an dem, ja, der hat hier, ist der relativ gebogen, gell? Und hier ist der richtig straight. Ja, der ist richtig straight. Der ist etwas gebogen. Da ist die Zunge auch nicht so hoch wie hier. Hier ist die Zunge höher, nicht so wie hier. Und ihr seht auch vorne hier bei der Torbox, die ist relativ flach, die geht relativ spitz und die ist hier ja eher so, nach dem neueren Modell. So, so viel dazu. Das ist schwarz-weiß. Hier natürlich nochmal mit dem Colorway, für den ich mich entschieden habe, hier in dem gelb-schwarz-weiß. Nochmal hier, nochmal aufgezeichnet mit dem dunkelgelben Stitching und mit dem grauen Stitching. Und wie ihr hier schon seht, Yellow Sweet. Suede, Sweet, I don't know, wie man das genau ausspricht. Auf jeden Fall ist es Wildleder, aber nicht dieses raue Wildleder, sondern wenn man so drüber streicht, wie bei dem Kurt Purple Custom, den ich gemacht habe. Wer den noch nicht angeschaut hat, ist hier oben irgendwo in der Infobox drin, sodass sich die Struktur leicht verändert, wenn man so drüber streicht. Das ist auf jeden Fall das Obermaterial, dafür habe ich mich entschieden, fand ich eine mega geile Idee. Wir kommen jetzt hier zu dem Logo an sich, genau so schaut es hier aus, auch relativ clean, also was heißt clean, es ist halt in diesem schlecht gezeichneten Schriftstil, wie ich das halt hier so gemacht habe, fand ich richtig, richtig nice, genauso wie hier, dieses Logo, dass er unten auf die Outsole kommt. Hier der Swoosh nochmal, so schaut er dann aus, so ist das finale Produkt. Auch halt wirklich hier in diesem komischen, verschmierten Stil, halt dieses handgezeichnete. Hier dieses Wing-Logo, das ich gemacht habe. Was ich mir natürlich auch überlegt habe, wie machen wir die Insole? Ja, viele, wie zum Beispiel hier, I'm Too Full hat so eine Insole, dass es einfach eine cleane Insole ist, mit seinem Schriftstil, zack. Das ist die Insole. Das wollte ich nicht. Ich wollte es etwas anders machen. Ich habe mich auch für etwas entschieden. Und zwar wollte ich irgendwo Envisphere drauf haben. Envisphere. Und dann habe ich mich mit meinem besten Freund zusammengetan. Und der ist der Photoshop-Experte. Ja? Und mit dem habe ich ein Konzept ausgearbeitet, beziehungsweise ein Design ausgearbeitet. Ein Muster, das man unendlich weit vorführen kann. Und zwar dieses hier. So schaut das Ganze aus. Ich finde es richtig stark. Der genau hinschaut, der liest hier E-N-V-E-S-P-H-E-R-E und dann geht es wieder weiter. Es heißt Envisphere und das ist halt so wie so schräg nach unten. So schräg nach unten ist es fortgeführt, beziehungsweise auch schräg nach oben. So schaut das ganze Ding aus. Es bleibt auch schwarz-weiß und so wird dann die Insole. Die Insole wird halt in diesem Muster sein. Ich hoffe, dass das irgendwie so funktioniert. Genau, so ist die ganze Idee, so sind die Designs, die Logos, der Colorway. Ich hoffe, es hat euch gefallen zu diesem kleinen Infovideo dieser weiteren Serie. Lasst mir gerne ein Abo da, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst uns in den Kommentaren ein bisschen darüber diskutieren. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, peace Leute.